1, 2, 1, 2, 3, 4. Hallo Leute, ich grüße euch. Heute zeige ich euch einen Sonnenrhythmus. Der Rhythmus heißt Shenan. Und es ist ein Sechs-Achtel-Rhythmus mit einem schönen Doppelbass. Und ja, ich mache den mal langsam. Was ihr hier seht, ist übrigens Lotte, unser blindes Hündchen. Aber sie hört noch sehr gut. Okay, also der Rhythmus. Mal langsam. Das ist der Rhythmus. Ich mache ihn mal noch langsamer. 3, 4. Also die Hände spielen immer abwechselnd. Es beginnt mit der Haupthand im Bass. Ja, also. Nochmal. 3, 4. Das ist er. Das Muster macht euch damit vertraut. Und wenn ihr das Muster dann könnt ihr durch Betonungen einfach am Rand, auf den Höhen, im Prinzip das Ganze zum Leben bringen. Der Rhythmus ist so, der ist bassbetont. Die Höhen, die werden gar nicht als Töne mitgespielt, sondern eher als Taps. Ja. Ich mache es nochmal etwas deutlicher. Und zwar, die Hände braucht ihr jetzt gar nicht so weit mehr bis zum Rand bewegen, also hier nicht so. Das ist jetzt grundsätzlich nicht falsch, aber es ist einfach nicht nötig und es erspart euch einfach sozusagen Zeit und Energieaufwand und es klingt vor allen Dingen anders. Also mit Taps, ja, Taps heißt, ihr tippt die Trommel nur an. Nochmal, ich mach mal das Muster langsam mit Taps. 3, 4. Okay, und nun habt ihr die Möglichkeit, in eurem Spiel, auf euren Höhen Betonungen zu machen. Und somit bekommt der Rhythmus einen Charakter und eine Geschichte und eine Aussage. Da könnt ihr euch ausdrücken damit. Ich mache es mal ein bisschen schneller mit ein paar kleinen Betonungen. Wow, 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 wow. 3, 4. Das geht, wenn ihr den schneller spielt, geht es viel besser, weil die Abstände zwischen den einzelnen Schlägen sind nicht so lang und der Groove ist einfach, finde ich, geiler. Ja, ich werde den Rhythmus jetzt schnell spielen und damit ein paar Variationen für euch machen, als Inspiration und damit endet dann auch das Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Trommeln. Mein Name ist Ingo Gutmann. Habt noch einen schönen Tag. Ding, de, ding, de, ding, de, ding. 1, 2, 3, 4.
Viel Spaß damit.